Also ich möchte euch heute meine Bachelorarbeit ein wenig näher bringen. Der Titel war Untersuchung potenzieller Umami-Geschmacksstoffe und Verstärker auf Rezeptorebene. Das sind jetzt wahrscheinlich sehr viele unbekannte Wörter, deswegen der Titel für euch. Umami und das Essen schmeckt besser. Also, der Geschmackssinn hat bei uns Menschen 5 verschiedene Richtungen. Süß, wie Honig, salzig, bitter, sauer und Umami. Umami wurde 1908 entdeckt, ist aber in der westlichen Welt erst 2002 angekommen. Die attraktiven, also das heißt, die Geschmacksrichtungen, die ein Wohlbefinden bei uns auslösen, sind süß und Umami, zum Teil sauer, wenn es nicht zu sauer ist, und bitter, aber bitter und sauer sind eher Geschmacksrichtungen, die uns ja vor Gefahrenstoffe schützen sollen. So, womit habe ich mich beschäftigt in meiner Bachelorarbeit? Eher mit der Grundlagenforschung. Ich habe geguckt, welche Substanzen Umami schmecken und wozu brauche ich Umami, um halt Speisen schmackhafter zu machen, weil es ein attraktiver, also ein wohlempfindender Geschmack ist. Und damit kommen wir endlich zur Begriffsklärung. Umami ist japanisch und bedeutet fleischig, herzhaft und wohlschmeckend. Auf Englisch delicious. Und Umami, also das erste, was der Japaner gefunden hat, war Glutamat, was wirklich Umami schmeckt. Und Glutamat ist eine Aminosäure und sie kommt vor allen Dingen in Fleisch vor, Tomaten, Käse, Fisch. Ja, also wenn ihr eine reife Tomate habt, dann hat das einen eigenen Geschmack. Ihr könnt nicht sagen, dass das salzig, süß ist, sauer, bitter. Es ist halt Umami. Oder wenn ihr an Fleisch denkt, wie ihr den Geschmack beschreiben würdet. Und ich habe mich halt damit beschäftigt, also ein Geschmacksstoff aktiviert einen Rezeptor. In diesem Fall ist es ein Rezeptor, der T1R1 heißt. Das ist ganz einfach. Das ist ein Rezeptor der Geschmacksfamilie 1, also T1-Rezeptor, deswegen T1R1. Und der sieht so aus. Pac-Man! Yeah! Habt ihr irgendwie einen Laser oder? Also so. Also sonst hätte ich jetzt das Infrarot-Thermometer geholt. Das Infrarot-Thermometer. Ey, das funktioniert unglaublich gut für Vorträge. Fragen Sie Abbruch. Von den Dual-Use kannst du gleich noch wissen, wie die Raumtemperatur ist. Oder die Wandtemperatur. Oben. Also das ist die Zellmembran. In der Zellmembran sitzt der Rezeptor und der Rezeptor sitzt auf unserer Zunge, auf dem Zungenepithel. Und da kommen halt Haufen Geschmacksstoffe, wenn wir etwas essen. Und zum einen sind halt in unserem Essen, vor allem bei proteinreichen Essen, Aminosäuren drin. Und die gelangen dann zum Rezeptor, der so schön aussieht. Es ist ein Dimer, aber nur eins. Achso, Dimer heißt, es besteht aus 2 Teilen. Und das ist der wichtige Teil. Da binden halt die Aminosäuren dran. Und ich habe mich halt beschäftigt, ob da nicht noch andere Stoffe als Aminosäuren dran binden. Ja. Also das bedeutet das, was ich hier geschrieben habe. Und meine Stoffe, obwohl wir meistens den Umami-Geschmack mit fleischig verbinden, kommen alle meine Stoffe aus Pflanzen. Also
15 Stoffe, die aus Pflanzen extrahiert wurden, die irgendwo in Südamerika gesammelt worden sind. Ja, jetzt kommt das Schwierige. Was habe ich gemacht? Ich habe Organismen genverändert. Ja! Es war kein Organismus, sondern nur eine Zelle, in der ich halt meinen Rezeptor eingeschlossen habe, weil Zellen sind unsterbliche Zellen. Das heißt, sie können sich immer wieder teilen und sterben nicht. Und in die habe ich halt den Rezeptor rein transfiziert, heißt das. Damit in der Zellmembran dann mein Rezeptor war. Und was hat der Rezeptor Colus gemacht? Der Rezeptor verursacht, dass Kalzium in der Zelle ausgeschüttet wird. Und das Kalzium misst man mit einem Farbstoff, der Fluorophyll heißt. Und der halt eine Fluoreszenz aussendet, die man dann misst. Und das sieht dann so cool aus. Also, man sieht erst nichts, dann gibt man den Stoff aus und dann ändert sich die Fluoreszenz und sinkt wieder ab, weil die Zelle sich regeneriert. Fragen? Ja. Mit was für Gerätschaften hast du da gearbeitet? Mit einem Roboter. Okay. Der Roboter heißt Flipper. Und es ist einerseits ein Pipettierroboter, also ich gebe in Schälchen meine Substanzen rein und meine Zellen rein. Und der Roboter saugt die Substanzen auf, fährt rüber und gibt sie wieder ab. Dafür muss man halt ein Programm schreiben, wie schnell er das machen soll und so. Und gibt es halt dann auch die Zellen und dann wird halt die Fluoreszenz auch von dem Roboter gelesen. Und das hier sind sozusagen die Originaldaten, der schmeißt mir dann das raus. Und die Infrastruktur könntest du dann auch irgendwie nutzen, oder? Genau, also ich war am Deutschen Institut für Ernährungsforschung und da durfte ich den Roboter benutzen. Genau. Und man sieht halt, also Leervektor, das heißt, dass Zellen den Rezeptor nicht beinhalten und rot ist halt die Spur, wo der Rezeptor drin war. Und da sieht man halt eindeutig, wenn kein Rezeptor in den Zellen ist, passiert auch nichts. Das heißt, die Zellen reagieren nicht auf die Substanzen. Und wenn der Rezeptor ist, dann reagieren die Zellen. Das heißt, das Signal ist spezifisch wirklich für diese Substanz und den Rezeptor, dass da eine Interaktion passiert. Ja, und wenn das passiert, dass beide was machen, dann weiß man, okay, meine Substanz dockt vielleicht an meinen Rezeptor an, aber du kannst nicht sagen, dass es nur an den Rezeptor andockt, weil ja was auch noch was mit den Zellen, die keine Rezepte haben, passiert. Und das habe ich dann als kein Signal gewertet, weil man das nicht genau sagen kann. Ja, ich habe alle Versuche dreimal durchgeführt, weil in der Wissenschaft ist es halt so, du machst ein Experiment, da kommt was raus, aber du kannst dir nicht sicher sein, ob das, wenn du es ein zweites Mal machst, auch funktioniert. Und außerdem hat man dadurch halt auch einen Fehler, also kann den Fehler bestimmen, ob das signifikant ist oder nicht. Also das ist, was Bioinformatik eigentlich ausmacht, Statistik. Und so sieht dann eine Statistik aus. Meine Stoffe von A bis O. MSG ist Monosodiumglutamat, also Glutamat. Wenn ihr das irgendwo mal hinten drauf liest, dann wisst ihr, dass Glutamat drin ist. Und wie man hier sieht, die meisten meiner Stoffe machen nichts, aber zwei, I und J, haben ein Signal hervorgerufen. Okay, mir fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht gesagt, warum ich mich damit überhaupt beschäftigen musste. Also, Glutamat hat vor allen Dingen in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf bekommen, durch das sogenannte China-Restaurant-Syndrom. Das ist angeblich, wenn man zu viel Glutamat isst, man Kopfschmerzen kriegt, dass es einem schlecht geht danach. Allerdings durfte ich das nicht in meiner Bachelorarbeit schreiben, weil es dazu keine gesicherten Daten gibt. Also sie haben halt Studien gemacht mit Personen,
haben den Glutamat oder Placebo gegeben und konnten keine einheitliche Struktur feststellen, ob das wirklich an dem Glutamat liegt oder nicht. Und aber weil es halt in der Öffentlichkeit, das halt, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, dass er oft ohne Glutamat draufsteht, versucht man jetzt halt andere Stoffe, alles, was irgendwie Proteine drin hat, hat auch Glutamat drin. Und man möchte halt den Glutamat-Geschmack verstärken, weil es ein attraktiver Geschmack ist. Das heißt, wenn du etwas nicht isst und Glutamat drauf machst, dann wird es dir wahrscheinlich schmecken. Lebensmittelindustrie. Und deswegen sucht man jetzt Substanzen, die entweder auch den Glutamat-Geschmack vermitteln, so wie I und J. Also die haben halt die gleiche Reaktion wie Glutamat auf den Rezeptor. Oder Substanzen, die den natürlichen Glutamat-Geschmack verstärken. Das heißt, du hast Glutamat drin, gibst diese Substanz auf, dann schmeckt es halt auch noch intensiver nach Umami. Und so sehen die Originaldaten aus. Also das hier sind Konzentrationen, 150 ist höher als 15, deswegen könnt ihr auch hier einen niedrigen Ausschlag und hier einen höheren Ausschlag sehen. Ja. Kannst du mal sagen, wo überall Glutamat so natürlich vorkommt? Halt in Tomaten, in Käse, im Fleisch, im Fisch, in eigentlich auch in jeder Pflanze, also alles, was irgendwie Proteine beinhaltet. Aber halt in den davor kommt es halt häufiger vor und wo es isoliert, wo es wirklich sehr oft vorkommt, ist halt in Seetang. Deswegen haben das die Japaner, weil die ja auch die Sushis essen und das mit Seetang umranden. Deswegen haben die das halt auch, also weil es ihr Gericht ist, haben die sich auch damit am meisten beschäftigt. In der westlichen Welt wurde es halt erst 2002 anerkannt, weil man da den Rezeptor gefunden hat und dann konnte man nicht mehr sagen, nee, den Geschmack gibt's nicht. Weil es gibt ja ein Rezeptor dafür. Hast du eine persönliche Meinung entwickeln können? Wie gesagt, okay, es gibt ja keine wirklichen Daten dafür, dass die Industrie das widerlegen konnte, aber... Also ich kann da schön Paracelsus zitieren. Okay. Die Menge macht das Geld. Ne? Also umso mehr du willst, irgendwann wird es deinem Körper schaden. Aber also ich habe auch mich darüber belesen und eigentlich sagt man, also Glutamat ist ein Neurotransmitter, deswegen könnte es gefährlich sein, aber bei gesunden Personen kann das vom Blut nicht, also es kann nicht über die Bluthirnschranke. Das heißt, eigentlich kommt das Glutamat nicht ins Gehirn. Also da muss schon irgendwas kaputt sein, damit es... Also deswegen... Aber andererseits ist halt echt, wenn du zu viel von irgendwas isst, es kann immer dein Tod sein oder nicht gut sein. Und ich finde es halt auch nicht gut, dass man alles... Also ich persönlich, ich versuche halt die Stoffe immer so zu essen, wie sie sind, weil ich finde es nicht gut, wenn man zu viel... Ja. Oder wenn man was nicht isst und das dann... Ich meine, wenn man es nicht isst, dann kann man es nicht essen. Ja, und gleich kommt das Besondere, was ich entdeckt habe, wo mein Professor sehr stolz war. Hier ist Glutamat und Glutamat wird das IMP verstärkt. Das heißt, ich kann den Glutamat-Geschmack nochmal intensiver machen, wenn ich IMP dazugebe. Und hier sieht man meine Substanz M. Und meine Substanz mit Glutamat, das ist wesentlich höher als nur Glutamat, obwohl es die gleiche Konzentration ist. Das heißt, meine Substanz M verstärkt auch den Glutamatgeschmack, wie IMP. Vergleicht man die Höhe. Und wenn ich meine Substanz, IMP und Glutamat zusammen auf meine Zellentour, ist das ungefähr auf dieser Höhe, also den Fehlerbalken kann man ja nicht wirklich sagen, dass es signifikant höher ist.
So, ich würde jetzt auch nochmal vergleichen. Also, was ich rausgefunden habe, Glutamat und IMP, das wusste man, binden an dem Rezeptor. Und ich habe jetzt noch die Substanzen K, M und N, die zusätzlich das Signal verstärken. Das heißt, die binden. Okay, weil es falsch ist. Hier ist es. Binden zusätzlich an diesen Rezeptor. Und das hatte man vorher noch nicht entdeckt, dass es wirklich noch eine dritte Substanz ist, die dran binden kann, um das Signal noch höher zu machen. Das heißt, ich muss nicht mehr IMP aufs Essen geben, ich kann auch K, M und N aufs Essen geben und es wird intensiver. Und ja, was jetzt noch ein bisschen spacig ist, so sieht das halt aus in Biochemie. Das hier ist Glutamat und das ist IMP und das ist die Rezeptorumgebung. Das ist eine Elektronenwolke. Einfach verdammt cool. Ja. Lasst es euch schmecken. Ne? Aber jetzt eine wirkliche Anwendung gibt es davon noch nicht, oder? Kann man dieses KNN jetzt im Supermarkt kaufen und sie auf seinen Kopf schieben? Also ich kann zum Beispiel den Namen der Substanz nicht sagen, weil darauf schon ein Patent ist. Also spekulieren Sie darauf. Aber es wird jetzt nicht in nächster Zeit sein. Es sind alles pflanzlich, hast du gesagt. Es ist alles pflanzlich. Also es kommt in der Natur vor. Ja. Kannst du nochmal sagen, was IMP ist? Inosinmonophosphat. Also das ist auch ein Stoff, oder was? Genau, das ist ein Nukleotid. Also brauchst deine DNA besteht, also jetzt nicht aus IMP, aber so ähnlich sieht es aus. Ja. Aus IMP kannst du die Nukleotide für deine DNA gewinnen. Also ist sozusagen auch überall drin, weil alles, was wir essen, hat DNA, also nicht, na gut, nicht alles, aber alles natürliche. Nachdem. Ja. Genau. Nicht nur von Kaugummis und ernährst. Schön, wo es guter Nachteil draufschreiben. Und dann hinten nochmal genau lesen. Naja, das ist ja, wenn Sie halt glutamatfrei draufschreiben, dann meinen Sie, das ist frei von Zusatzstoffen von Glutamat. Also okay, Sie haben nicht nochmal Glutamat drauf gemacht. Ah, okay, also die extrahieren Sie nicht raus, wenn Sie es draufschreiben. Genau, also die machen da nicht nochmal Glutamat drauf. Das ist eigentlich schon missverständlich. Ja. Naja, das ist halt missverständlich, weil das sozusagen von der Bevölkerung. Es ist ja auch nicht, also wir wissen das halt nicht, dass überall Glutamat drin ist. Aber allein, man kann es trotzdem draufschreiben, ohne Glutamat-Zusatzstoffe, also ja. Ist halt nicht missverständlich. Ja. Und dein Körper kann ja auch Glutamat sozusagen selber herstellen. Das ist keine essentielle Aminosäure.